Ja, und damit herzlich willkommen zum Was bisher geschah, Storch. Der bringt keine Kinder, der bringt Informationen aus der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit hat der Ben versucht, in die Wollschlucht zu kommen. Bislang ist es ihm allerdings nicht gelungen, weil er leider Bäume auf dem Weg zur Wollschlucht gefunden hat. Und er hat unter anderem was dazu erzählt im letzten Teil, was das Pfaffenhütchen macht und wie man es erkennen kann. Übrigens, das Ding ist giftig, wollte ich nochmal dazu sagen an dieser Stelle. Außerdem hat er ein bisschen Tannenmischwald gefunden, hat erklärt, warum die Tanne ausschaut, wie sie ausschaut und warum sie toll ist. Dann haben wir ein bisschen Buchenwald gesehen und schöne Einzelbuchen gesehen und ja, und im Wesentlichen ist es das auch schon. Aber wie gesagt, der Ben ist noch nicht in der Wollschlucht angekommen und das ändert sich aber jetzt schlagartig, wenn es jetzt gleich weitergeht. Daher ja, viel Spaß mit dem neuen Teil meiner Wollschluchtwanderung und da geht's jetzt auch los. Jawohl, ja. So, wir nehmen mal einen kleinen Rundumblick, ne? Also, da hinten geht es eben los mit den Kalktürmchen. Ich hoffe, man sieht sie einigermaßen. Und das ist also schon wirklich eine der schönsten Karstformationen, die ich persönlich so kenne. Jetzt sieht es hier so ein bisschen aus, als würde ich in einem Tal stehen. Das tue ich auch. Dazu kommen wir gleich. Da hinten kommt dann der nächste Kalkklotz. Und die markante Buche da neben mir, ne? Die da. Das ist auch wieder so eine richtige Methusalem-Buche. Ich habe hier einen sehr, sehr breiten Kamerawinkel, aber schaut euch einfach mal im Vergleich zu den anderen Baumkronen die Krone unserer Meisterbuche da an. Ja, das ist also wirklich ein absolut kapitaler Baum. Die hat hier das Sagen, definitiv, ne? Und jetzt kann man schon verstehen, man kann es verstehen, es ist nicht zwingend so, dass man dann sowas als Mutterbuche bezeichnet und davon ausgeht, dass die jetzt irgendwie hier fürsorglich ihre Zweige über ihre Waldkinder sozusagen hält und mittels Wurzelverwachsung den ganzen Wald fürsorglich behütet. Wie gesagt, kann man denken. Ist ein schöner Gedanke, ist wissenschaftlich nicht belegbar. Es gibt ganz wenige Fälle, wo man mal sowas in diese Richtung vermutet, festgestellt zu haben. Nur vermuten, bewiesen ist da gar nichts. Und das an wenigen Orten auf dem Planeten. Es ist also viel zu weitreichend, jetzt zu sagen, okay, nur weil es das in diesem einen Tal da, in dieser einen Ecke auf dem Planeten gibt oder zu geben scheint, das wäre die korrekte Formulierung, muss das jetzt bei jeder alten Buche gelten. Ja, das ist völliger Blödsinn und es könnte sein. Und wenn es euch gefällt, euch das vorzustellen, dann nur zu, meinen Segen habt ihr. Ja? Aber korrekterweise muss man wirklich sagen, auch wenn das ein prächtiger Baum ist, ich gehe nachher gleich nochmal hin, wirklich prächtig, absolut. Ja, das ist trotzdem in erster Linie jetzt wirklich mal nur eine Buche. Ja? Und ist die super, super alt? Ist schwer zu sagen. Ja? Normalerweise, rein vom Durchmesser her, würde ich sie auf jeden Fall über 140 einordnen. Aber man kann das schwer schätzen, wenn man nicht genau weiß, oder könnte man das Deppenzepter bzw. den Schatten davon sehen, wenn man nicht genau weiß, wie die Wachstumsbedingungen des Baumes über seine ja, Lebensdauer letzten Endes gewesen sind. Das macht es dann außerordentlich schwierig, eine genaue Altersschätzung vorzunehmen. Theoretisch wächst eine Buche auf Kalk, ja? Zum Beispiel die da. Oh, das ist jetzt mit der Sonne etwas schwierig. Aber da steht eine Buche und die wächst direkt auf Kalk, tendenziell eher langsam. Warum? Naja, dieser Kalk neigt halt dazu, wirklich in Kleinteilen zu zerklüften. Und durch die Klüfte läuft das Wasser dann relativ schnell ab in den Kalk, am Kalk vorbei. Der hält kaum Wasser. Der Boden, der sich auf so einem Kalkfelsen bildet, vielleicht haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, uns den noch mal ein bisschen genauer anzugucken, der kann auch zwar groß Mengen Wasser halten, aber das ist dann auch recht schnell erschöpft und da nur sehr wenig Boden da ist. Also sehr wenig, sehr guter Schwamm ist netto immer noch nicht viel Schwamm. Ja? Und das führt dazu, dass wir hier also eine eher trockene Landschaft haben. Und je trockener es ist, desto langsamer wächst ein Baum. Das kann man mal so grob definitiv so sagen. Weshalb es also außerordentlich schwierig ist, eine Altersschätzung dieser Karstbuchen, dieser intensiv auf Trockengestein sozusagen lebenden Buchen vorzunehmen. Und ganz interessant ist übrigens auch, wenn wir jetzt nochmal, ne, hier hochgucken, schaut mal da auf den Felsen.
Links und rechts vom Felsen große Bäume, richtig hohe Dinger. Auf dem Felsen, ja, geht so. Ne? Das ist kein Zufall und das muss, das könnte sein, das kann ich nicht ausschließen, dass die einfach noch einen Ticken jünger sind. Aber in jedem Fall, so jung, dass sie nicht höher sein sollten, sind sie auf keinen Fall mehr. Ne? Und die sollten also eigentlich höher sein. Die sind ungefähr genauso hoch wie die anderen Bäume, die hier nicht auf dem Felsen direkt stehen. Und das ist eben kein Zufall, sondern eben der Tatsache geschuldet, dass das Leben auf dem Felsen direkt eben mit erheblichen Strapazen, was die Wasserversorgung einhergeht. Und das wiederum resultiert in einer erheblich geringeren Baumhöhe, weil je mehr du an deinem Wasser saugen musst, um es je höher zu bekommen, sozusagen, desto größer ist die Spannung, die aufgebaut werden muss von der Wurzel, die sogenannte Saugspannung, um das Wasser nach oben in die Baumkrone zu befördern. Und wenn nur wenig Wasser da ist, dann, um dieses Wasser anzusaugen, braucht man prinzipiell sowieso schon eine hohe Saugspannung. Es jetzt auch noch super hoch zu transportieren, das geht dann irgendwann nicht mehr. Da sind dann schlicht die physikalischen Grenzen des Wassertransportes erreicht. Der Wasserfaden im Baum würde reißen. Das nennt man Kavitation oder eine Emboliebildung. Und in dem Fall ist dieser Wasserfaden verloren und kann nie wieder repariert werden. Das heißt, der Baum muss einen neuen Jahrring bilden im neuen Jahrring. Ne, Jahrringe kennen wir alle, Holzjahrringe zählen. Ne? Im neuen Jahrring befinden sich wieder neue Wassergefäße mit neuen frischen Wasserfäden, die wieder intakt sind und die können jetzt wieder zum Wassertransport genutzt werden. Reißen also zu viele Wasserfäden und gleichzeitig ist das Wachstum so gering, dass nur wenig neue Wasserfäden, sprich neue Gefäße, gleich neuer Wasserfaden gebildet werden können, dann kommt es langfristig zu einem Dürrestress und dann auch zum Tod des Baumes. Und da das die Bäume wirklich wahrnehmen können, ist es eine große Frage, wie das im Einzelnen exakt funktioniert und so weiter und so fort. Sehr spannend. Spannendes Thema, diese Einzelbaumphysiologie. Aber sie können es wahrnehmen und sie wirken also dieser Gefahr durch Wassermangel vor, indem sie bereits in jungen Jahren die Veranlagung bilden, eben nicht ultimativ hoch zu werden, sondern lieber bescheiden zu wachsen. Das Gute ist, das funktioniert deswegen wunderbar, weil jeder andere, der so hoch werden könnte wie eine halbhohe Buche, das genau gleiche Problem hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Buchen da oben unter Dürrestress leiden, das würde jeder andere Baum auch tun. Und jetzt ist einfach die große Frage, wie gut kann man mit Dürrestress jeweils individuell physiologisch umgehen? Und da sind unsere Buchen eigentlich dafür bekannt, nicht besonders dürrestressresistent zu sein, aber gleichzeitig sind sie halt auch sehr erfahren mit verschiedensten Standorten und so ein Karststandort reicht der Buche gerade noch so. Was wir also da oben auf diesem Felsen erleben dürfen, das ist wirklich die Grenze des Buchenwaldes in Richtung Trockenheit, in Richtung Bodenbedingungen. Das nennt sich Carici-Fagetum, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, ist es ein krasses Hort-Elimo-Fagetum. Das sind jetzt schlaue Worte. Das Carici-Fagetum ist der Orchideen-Buchenwald, auch Trockenbuchenwald oder Krüppelbuchenwald genannt. Das liegt daran, dass die Bäume halt wirklich nicht mehr ihre volle Größe ausbilden können und nur noch ja, mit halber Kraft sozusagen zu wachsen vermögen. Aber da das, wie gesagt, für jede andere Baumart auch zutrifft, ist es auch kein größeres Problem, dass da die Buche dann ja, quasi das Problem mit allen anderen teilt und sie immer noch am besten mit diesem Problem klarkommt, verglichen mit ihren Kollegen. So, inzwischen ist auch der Durchgangsverkehr wieder weitergezogen. Ich habe hier gerade noch was Schönes entdeckt. Das überrascht mich. Hier steht mitten in der Schlucht, durchaus nachvollziehbar, bei den guten Lichtverhältnissen, noch mal einen Blick nach oben. Jetzt denkt euch bitte die Baumkronen noch etwas grüner, dann wäre es hier doch mal deutlich dunkler. Aber trotzdem, hier in der Mitte der Schlucht, entlang des Weges, herrschen die besten Lichtbedingungen, die wir hier überhaupt finden können. Und unter diesen doch guten, relativ guten Lichtbedingungen, da kann sich auch dieser Strauch hier halten. Ich hoffe, ihr könnt die Blätter schön erkennen. Sieht ein bisschen ahornmäßig aus, ist es auch. Das ist ein Feldahorn.
Feldahorn. Und ein Feldahorn ist zum Beispiel jetzt einer der Zukunftsbäume. Das ist eher ein Strauch, ne? Und er wird auch selten so richtig baumförmig. Das geht zwar, aber das ist schon, das muss schon mal klappen, ne? Das ist selten, dieses Vergnügen. Aber wenn er das tut, dann hätte er auch mal ein gutes Holz. Das dauert sehr lange. Also wirtschaftlich gesehen ist so ein Feldahorn. Ja, wenn nichts anderes wächst, gerne. Aber es gäbe zig wirtschaftlich interessantere Alternativen. Aber der ist super dürreresistent. Ja? Also hier auf Karst, drum passt das auch so gut, dass da der Feldahorn rumsteht, weil der hat da überhaupt keine Schwierigkeiten. Das ist eins unserer Top-Gehölze, was Dürreresistenz als solche angeht. Ja? Habt ihr da hochgeguckt. Ja? Also es ist schon wirklich wunderschön, diese Wollschlucht. Wer nicht allzu weit weg wohnt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Im Übrigen auch wärmstens empfehlen kann ich, wenn ihr mal den Traum hattet, einen Fernwanderweg zu machen und mit etwas Machbarem einsteigen wollt, was zwar weit ist, aber ist nicht direkt gefährlich in dem Sinne und aber trotzdem eine große Herausforderung darstellen kann und einen selbst sehr bereichert, dann lauft doch den Westweg. Ja? Der Westweg ist definitiv empfehlenswert. Er hat ein paar langweilige Abschnitte, aber auch das entspricht der Realität. Es ist nicht immer hyper, sondern es ist auch mal, hier ist es gar nicht mal so super spannend. Ja, das ist halt die Natur, ne? Die ist nicht immer spektakulär. Aber es gibt eben auch spektakuläre Abschnitte, wie eben hier diese Wollschlucht gegen Ende. Ja, übrigens, ja, da kann man ja nicht dran vorbeilaufen. Guckt euch mal dieses lustige Loch an. Da muss wohl ein anderer Baum im Wege gewesen sein, als sich dieses wundervolle Wurzelnetz hier gebildet hat. Da kann man übrigens auch ganz toll für diejenigen, die neulich mit mir bei meiner Essentour gewesen sind, hier kann man nochmal wunderbar sehen, wie dynamisch die Buche in der Lage ist, ihr Wurzelsystem an die Umgebung anzupassen. Ne? Würde man nicht wissen, dass das eine Buche ist, die hier liegt, würde man sofort vermuten, oh, Flachwurzel, das muss eine Fichte sein, ja, Pustekuchen. Jeder Baum macht eine Flachwurzel, wenn er gar nicht in der Lage ist, aufgrund des fehlenden Bodens, ne? Da geht es nicht runter, da ist überall Stein, gar nicht in die Tiefe wurzeln zu können. Dann muss auch eine Buche eine klassische Flachwurzel ausbilden und das Beste aus den Gegebenheiten machen, die hier halt vor Ort nun mal herrschen. Die sind übrigens noch nicht lange umgefallen. Also ich kenne die noch entstehend. Und aber ist auch normal. Ne? Je älter der Baum wird, je schlechter die Verwurzelungsbedingungen, je länger der Hebel, je länger die Zeit, dass da auch mal ein Sturm kommen kann, der dann in der Lage ist, das umzuschmeißen. Vielleicht in Kombination könnte ein Gewitter gewesen sein. Starkregen, kurzfristig Aufweichen der obersten Bodenschicht, schwierig sich festzuhalten im Boden und zack, da liegt man. Ne? Und ihr seht da auch wunderbar die Kalkklötze, die da eingebaut sind, was sich hier alles im Wurzelballen entsprechend verfangen hat. Jede Menge kleine Kalkklötzchen und wenn man wissen will, ob es sich bei sowas hier wirklich um Kalk handelt, dann muss man einfach was Saures drüber kippen und wenn es dann blodert, also sprudelt, schäumt, dann kann man sich auch sicher sein, dass es sich um Kalk handelt. Und jetzt stelle ich gerade fest, oh Graus, ich habe Eistee dabei und keine Cola, sonst könnten wir nämlich den Cola-Test machen, das funktioniert wirklich mit herkömmlicher Cola, egal welcher Marke, kiffst du die da drüber, dann sprudelt das wirklich wie Sau, weil Cola vom pH-Wert schon so sauer ist, dass sie eben mit Kalkgestein reagiert. Aber ja, Eistee reicht da wohl leider nicht. Schade. Schade. Gut, naja, jedenfalls ganz flaches Wurzelbild, einfach der Umgebung geschuldet. Und das ist übrigens durchaus eine der besseren Eigenschaften der Buche, dass sie eben von ihrer Wurzel her wunderbar anpassungsfähig ist und mit so ziemlich jeder Bodensituation in irgendeiner Form flexibel mit der Wurzel sich daran anpassen kann. Das kann grundsätzlich erstmal jeder Baum ein Stück weit. Einige können es besser, andere nicht ganz so gut. Und die Buche ist Meister. Meister innen. Ja, ich weiß, es gibt gleich wieder einen Shitstorm. Wie kannst du es wagen, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, gendergerechte Sprache zu verwenden? Ich finde es manchmal einfach ganz witzig, so als kleinen Gag zwischendurch. Nein, ich mache das nicht regelmäßig. So, hier ist sie, die Meisterbuche. Hallo Meister. Also wenn hier irgendjemand der Waldmeister ist, da steht er. Also bestimmt nicht ich, sondern hier.
Also wirklich ein Prachtexemplar. Ist besonders beeindruckend in guten Jahren, wenn sich die Kronensituation wieder verbessert hat. Sie hat ja jetzt auch die ganze Dürre hinter sich. Je größer man ist, desto schwerer hat man es, wenn die Dürre kommt. Und so gesehen, toi toi toi, dass die Meisterbuche hier überlebt hat. Und das ist nicht gesichert gewesen. Aber das Schöne ist ja, als große wasserverbrauchende Buche in der Karstlandschaft hat man mit Wassermangel Erfahrung. Mehr Wassermangel ist dann neudeutsch more of the same. Ja, und einfach die Mechanik, die man im normalen Alltag sozusagen anwendet, um am Leben zu bleiben, genau dieselbe Mechanik funktioniert hier auch in der Dürre, mit dem kleinen Unterschied, dass man einfach mehr von dieser Mechanik anwenden muss. Also wenn du hungern gewöhnt bist, werden ein paar Tage, in denen du besonders schlimm hungern musst, dich jetzt nicht völlig aus dem Konzept werfen. Wenn du hingegen noch nie gehungert hast und dann geht es auf einmal los, ist es wahrscheinlich ein größeres Problem. Ja? Zumindest bei mir ist das so. Ja, Karstgestein neigt dazu, eine enorme Vielfalt an Moosen auszubilden, die da dranhängen. Aus Zeitgründen erspare ich uns jetzt meine traurigen Versuche, Moose zu bestimmen. Ein ganz paar kenne ich, aber ja, das führt auch nicht dazu, dass ich kompetenter wirke. Deswegen gehe ich schnell weiter. Aber es ist halt eben einfach typisch. Wenn hier was rausgerissen wird, ja, dann gleich ein größerer Fels. Also solche Einbuchtungen, solche Überhänge wie hier, ja, das ist ganz typisch für solche Karstlandschaften. Das gehört hier wirklich absolut dazu, weshalb man davon ausgehen darf, dass wann immer man eine Karstlandschaft findet, die Chancen, eine Höhle oder eine Halbhöhle oder irgendeinen Überhang, unter dem man sich verstecken kann, zu finden, außerordentlich groß sind. Ja. Und das macht sowas dann zu einer perfekten Landschaft für den Schutzsuchenden in der Natur. Zum Beispiel könnte man ja mal auf die Idee kommen, hier so eine Kluft hinaufzusteigen und dann festzustellen, dass das erstens ein wunderbares Klo ist und natürlich auch für diesen Zweck verwendet wird. Ich erspare euch den Blick auf den Boden, so gut es geht. Aber hier natürlich zumindest mal ein hervorragender Schutz vom Wind, sofern denn der dann in diese Richtung weht, gegeben ist und auch ein guter Schutz vor, zumindest ein bisschen Schutz, vor stark kurzen Regenereignissen. Ja, und jetzt wäre Sommer und wir hätten hier oben drüber noch ein Blätterdach, dann würde ich schon behaupten, dass hier den Großteil des Niederschlags eher entlang des Mooses herunterrinnt und weniger direkt demjenigen, der hier jetzt steht, auf den Kopf fällt. Und das ist ja jetzt nur eine Schlucht, ja, eine Klamm oder wie auch immer man das genau, ja, Klamm wäre, glaube ich, der richtige Begriff, wenn man das so nennen möchte. Also erstens mal wunderschön, ein toller Ort. Zweitens botanisch sehr interessant mit den wenigen Pflanzen, die hier mit wenig Licht unter besonderen Bedingungen wachsen, wie eben zum Beispiel unsere ganzen Moose hier am Stein. Und eine wirklich faszinierende Landschaft, aber eben auch durchaus interessant für Mensch. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet gar kein Haus und eure Kollegen hätten auch kein Haus und ihr hättet nur einen Lendenschurz und einen Knüppel. Ist natürlich jetzt sehr historisch korrekt. Ja, dann wäre das natürlich eine Landschaft, wo man ernsthaft drüber nachdenkt, sich niederzulassen. Und man findet in fast jeder solch ausgeprägten Karstlandschaft, die gute Versteckmöglichkeiten bietet, irgendwelche Relikte von frühzeitlichen Menschen. Ja? Also fast immer. Wenn keine da sind, ich kann mir das nur so vorstellen, dass die verloren gegangen sind. Also so erfinderisch waren wir, wenn hier mal eine Gruppe Homo sapiens vorbeigekommen ist, vielleicht nicht in dieser Kluft, aber in dieser Landschaft, dann ist die hier auch geblieben und hat hier sehr die guten, ja, Versteckmöglichkeiten genossen, um sich da häuslich niederzulassen. Ne? Da bin ich absolut von überzeugt. Ja, so. Übrigens, wenn das Zeug dann mal verwittert, ne? Also der Dreck, der hier zwischen unseren Buchenwurzeln hängt, der ist hochgradig fruchtbar. Ja? Also das Verwitterungsresultat aus Kalk, super! Doof nur,
super langsame Verwitterung. Ja? Also die Auflösung von Kalk, dass der mal abgesprengt wird und mal wo runterkracht als großer Klotz. Kein Problem, das geht schnell. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber da, ne? Apropos großer Klotz, also ich hoffe, ja, ich sehe doch wieder nichts auf dem Display. Aber das kann man erkennen, das ist ein großer Klotz, der mal irgendwann von da oben vermutlich runtergekracht ist und jetzt entsprechend da liegt. Das geht relativ fix und das kommt auch häufig vor in Karstlandschaften, aber dass der sich komplett auflöst, er ist ja wasserlöslich, ne? Aber das dauert. Wer mal irgendwann eine Tropfsteinhöhlenführung mitgemacht hat, ja, in seinem Leben, dem wird der Tropfsteinhöhlen-Guide garantiert erzählt haben, dass ja, so ein Tropfstein verdammt lange braucht, bis er mal ein Tropfstein ist. Und das gilt eben auch für den den Lösungsprozess von Calciumcarbonat, wie eben den Ausfällprozess, der dann wiederum ein Tropfstein, Stalaktit, Stalagmit und das Ding dazwischen, von dem ich immer nicht weiß, wie es heißt, zu bilden. Ne? Also Stalaktit ist der runterhängt. Ist leider so. Gut, jedenfalls ist das wirklich einzigartig. Und der ganze Haufen Stämme, an dem ich hier die ganze Zeit vorbeilaufe, die sind halt umgefallen, das ist Natur. Ne? Also dass die hier jetzt so am Wegesrand liegen, das hängt natürlich auch noch damit zusammen, dass der Weg hier ein bisschen offen gehalten wird, damit man hier gut durch kann. Das ist aber auch alles, was an forstlichen Maßnahmen eben hier stattfindet. So, unseren schönen großen Felsen, da haben wir schon drauf hingewiesen, diese tolle Buche, die habt ihr hoffentlich gesehen. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Gehen wir nochmal zurück. Bisschen weit weg, aber da kann man auch noch wunderbar eine Buche zwischen den Felsen bzw. im Felsen wurzelnd erkennen. Und man sieht, wie so ein Wasserfall in Erstarrt fließen die Wurzeln den Fels runter. Das ist jetzt eine ganz andere Wurzel als die von unserer umgestürzten Buche. Da ist sie. Und unter anderen Lebensbedingungen. Andere Wurzel. Diese Wurzelflexibilität, diese Anpassungsfähigkeit der Rotbuche, die ist halt schon der Grund, weshalb es überall Rotbuche gibt. So simpel ist es. Ein größeres Lob oder Superlativ braucht man da gar nicht. So, ein Blick nochmal nach da oben. Da finden wir so eine kleine Nische im Fels. Beziehungsweise, ja, spätestens so müsste man sie irgendwie sehen können, hoffe ich. Die ist deswegen da, weil da wahrscheinlich dann vielleicht doch ein kleiner Steinbruch mal gewesen ist. Schwer zu sagen, ob das ganz natürlich ist. Ich befürchte nicht. Ne? Aber das ändert nichts daran, dass der Wald hier drumherum trotzdem sehr, sehr alt, sehr naturbelassen und sehr schön entsprechend ist. Ja, neben Buche kann man auch immer erwarten, in einer kalkreichen Landschaft, hier diesen Vertreter, der Wissende von euch könnte eine Idee haben, worum es sich handelt. Ich würde mal einen Zweig abbrechen. Was ihr natürlich nicht sehen könnt, ist, dass im Zweig ein weißes Mark, so ein bisschen wie Schaumstoff, sich drin befindet. Macht man einen dickeren Zweig ab, wird das größer, dann sieht man es besser. Das ist ein Holunder. Holunder ist eine ausgesprochene nährstoffliebende Pflanze und wächst üblicherweise nur da, wo wir eine sehr große Stickstoffmenge erwarten dürfen. Jetzt ist Stickstoff nicht in Calciumcarbonat enthalten. Ist also nicht zwingend ein Verwitterungsprodukt aus dem Kalk, der hier langsam verwittert. Aber durch den Kalk im Boden hält sich auch alles andere sehr gut. Sollten also mal andere Nährstoffe zusätzlich zu Calcium in so einen Boden hier gelangen, durch zum Beispiel ist hier mal ein Fluss durchgeflossen, könnte ja sein, ne? Möglicherweise ja ist es, das ist ein Tal, also wir laufen hier in einem Bachbett, dieses Tal zwischen den Felsklötzen ist ein Bachbett, ne? Also die Kanda, das Bächlein da unten, sehen wir nachher noch vielleicht, die ist ursprünglich irgendwann mal hier oben kurzfristig durchgeflossen, bis sie dann eben ihr Tal so weit eingeflossen
eingegraben hatte, dass sie irgendwo hier wieder rausgeflossen ist und sich dann so weit eingegraben hatte, dass das hier oben komplett trocken gefallen ist. Also das zur Entstehungsgeschichte dieser Wolfsschlucht. Und während dieser diversen Prozesse kann es durchaus mal sein, dass es mal trocken gefallen ist, dann auch mal wieder nass war, dann mal wieder trocken gefallen ist und in der Zeit sich vielleicht das eine oder andere an zusätzlichen Nährelementen eingelagert hat. Oder, und das ist jetzt die plausiblere Erklärung, dass die Tatsache, dass hier häufig mal Leute vorbeigehen, die einen Hund dabei haben oder zu meinem ehrenwerten Geschlecht gehören und einen Hosenladen haben, den sie aufmachen können. Und jetzt wisst ihr hoffentlich, worauf es hinausläuft. Tatsächlich ist ein regelmäßiger Stickstoffeintrag am Wegesrand durch Wanderer und Hunde nicht ungewöhnlich und führt bei einer ständigen Speicherung dieses höheren Stickstoffeintrages dazu, dass dann irgendwann der Stickstoff den höchstmöglichsten Level erreicht, was dann wiederum das Wachstum von Sambucus nigra ermöglicht. Ja, das ist eine 9 von 9 in der Kategorie Stickstoffzeigerpflanze, also wirklich, wenn ihr einen Holunder findet, dann ist da drunter Stickstoff und zwar nicht zu knapp. So, ne? Ellenbergsche Zeigerwerte. Das bedeutet, es gibt Zahlen zu ökologischen Eigenschaften von Pflanzen und die gehen immer von 1 bis 9. 1 bedeutet, hat die Pflanze gar nicht. 9 bedeutet, hat die Pflanze im Überfluss. Also eine 1 beim Stickstoffzeigerwerk würde bedeuten, dass die Pflanze dann vorkommt, wenn so gut wie gar kein Stickstoff vorhanden ist. Dass sie also auf einen Stickstoffmangel hinweist, dadurch, dass sie da ist. Und eine 9 bedeutet eben, die Pflanze ist da. Das bedeutet, es muss auch ganz viel Stickstoff da sein. Ne? Und eine 4 oder 5 ist halt irgendwo in der Mitte, da einen durchschnittlichen Stickstoffgehalt, also nichts Besonderes. Das ist dann auch relativ uninteressant, weil dann zeigt sie, dass hier alles ganz normal und durchschnittlich ist. Langweilig. So, ja, ich gehe noch ein paar Schritte ohne euch. Ja, und hier sehen wir den Epilogstorch. Der Epilogstorch ist anders als der Vergangenheitsstorch. Och Mann. Entschuldigung, kann ich nicht ernst nehmen. Ja, ich wollte einfach irgendwelches Bildmaterial einblenden und nochmal Tschüss sagen, damit das eben nicht so im Raum steht. Es gibt noch einen vierten Teil der Wolfsschluchtwanderung. Ich habe vergessen, dass die doch so lang geworden ist. Ursprünglich waren nur 3 Teile geplant, aber naja, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Im vierten Teil, das kann ich schon mal spoilern, wird der Ben die Wolfsschlucht wieder verlassen und findet leider keinen Schwarzstorch vor. Der könnte da theoretisch zwar auch irgendwo leben, das ist gar nicht mal so unmöglich. Aber ja, getroffen habe ich keinen. Und das ist natürlich auch ein Tierparkexemplar. Den einen Schwarzstorch, den ich mal in der Wildnis angetroffen habe, der war schnell wieder weg. Und da war nichts mit Foto. So, also bis morgen.